Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg immer auf die Kleinen oder genauer gesagt hier um Fissi Funkpfiff, welches sich im Gebiet Rustwar befindet und zweite bei 3838. Und ja, das Team in der Gegend zu besiegen sieht wie folgt aus: Wir nehmen einen Hasen mit, Mikrazen ausweichen und eingraben. Hier sollte man einfach darauf achten, dass der Hase schneller ist als 273, damit man halt einfach schneller ist als alle drei Pets des Gegners. Dann noch zwei Schnecken mit Schleimbührung, Säurekleber und Tauchen. Hier muss man jetzt nicht speziell darauf achten, die meisten Schnecken sind halt ja langsamer 62, deshalb ja, ist es eigentlich egal, welches Tempo man da nehmen würde. Beginnen wir gleich mal den Kampf. Hier ist leider wegen der Dunkelheit ab und zu so, dass man halt vielleicht mit dem Hasen nicht ganz so weit kommt wie ich oder vielleicht sogar weiter, weil ihr vielleicht ein bisschen mehr Glück habt. Aber man hat hier mit diesen zwei Schnecken eigentlich die Möglichkeit, auch diese drei Pets im Alleingang besiegen zu können. Aber da muss man auch ein bisschen mehr Glück haben. Zu Beginn einfach gleich mal Ausweichen einsetzen, damit man halt den ersten zwei Attacken aus dem Weg gehen kann. Und danach arbeiten wir zuerst einmal mit Kratzen weiter und danach mit Eingraben. Danach relativ simpel erklärt, immer ausweichen auf Cooldown halten, eingraben auf Cooldown halten, damit es so gut wie möglich vorangeht mit dem Hasen. Meistens ist es so, dass man mit dem Hasen etwa anderthalb Pets des Gegners besiegen kann und dann halt einfach getötet wird durch irgendwie den Felsbeschuss oder so. Aber eben, es unterscheidet sich immer ein wenig, weil halt eben die Attackenabfolge durch diese Dunkelheit halt immer ein wenig unterschiedlich sein kann, beziehungsweise einfach die Schadensanzahlen. Die Attacken sind meistens immer gleich. Da habe ich mal verfehlt, kein Problem. Wir arbeiten hier einfach weiter mit Eingraben. Somit haben wir den ersten Gegner besiegt. Jetzt kommt hier der zweite Gegner, die Geode. An dieser Stelle am besten wieder Ausweichen einsetzen. Oder wenn ihr könnt, natürlich eingraben. Eben, es unterscheidet sich immer ein wenig. Ansonsten einfach mit Kratzen weiterarbeiten. Jetzt ist wenigstens die Dunkelheit weg, damit man wenigstens nicht mehr dieses Problem hat. Und hier weiterarbeiten. Und vermutlich werden wir hier an dieser Stelle getötet. Dann kommt die erste Schnecke ins Spiel. An dieser Stelle halt immer drauf schauen, dass Säureglipper drauf ist. Dann kann man an dieser Stelle am besten gleich abtauchen. Also man muss jetzt nicht speziell hier drauf achten, wegen den Attacken vom Gegner. Man arbeitet meistens einfach immer gleich. Und danach halt einfach Schleimbührung, um den Gegner hier zu töten. Dann das gleiche eigentlich auch beim letzten Gegner hier, halt immer schauen, dass Säurekleber drauf ist, sonst mit Schleimbührung weiterarbeiten und wenn ihr dann könnt, mit Tauchen. Bei Tauchen solltet ihr einfach darauf achten, dass halt einfach die Säurekleber aktiv ist, wenn Tauchen aufgeht, damit ihr da am meisten Schaden raushauen könnt. So, deshalb erneuern wir jetzt hier die Säureglipper-Attacke, ansonsten würde es hier nicht ausreichen. Und hier an dieser Stelle wieder abtauchen, wenn man kann. Und dann sollte hier jetzt ein Tauchen recht gut reinhauen. Danach, wenn ihr weiterhin attackieren könnt, natürlich eben wieder Säureglipper aktivieren und Schleimbührung. An dieser Stelle werden wir aber vermutlich gleich getötet. Kommt die letzte Schnecke hier im Spiel, hier das gleiche, Säurekleber aktivieren und ansonsten halt abtauchen oder halt Schleimbührung einsetzen. Also die Schnecken sind halt sehr praktisch hier an dieser Stelle, man könnte auch mit drei Schnecken arbeiten, falls man da irgendwie Probleme hätte mit dem Hasen zu Beginn, aber eben vielleicht hat jetzt nicht gerade jeder drei Schnecken, deshalb habe ich halt den Hasen noch dazu genommen. Und ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!